Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Pot-Coffee-Talk-Runde mit dem lieben Helmut Muß. Helmut Muß war ja bei mir auf der digitalen Barcamp als Speaker, als Redner, als Sprecher. Helmut Muß liebt die Natur, Gräser, Bäume, Bienen und Kühe. Er ist auch Landwirt in dem Bereich. Er erklärt den Unternehmer, Unternehmerinnen und auch bei Gemeinden, Städten, wie Natur geht und beurkundet und bekundet sie gemeinsam. Und hat auch das Goldprogramm von Hermann Scherer ja offline gebucht und halt absolviert und ist durch das Goldprogramm von Hermann Scherer dann eine mediale Sichtweise bekommen. Genau. Lieber Helmut Muß, herzlich willkommen in meinem Podcast, Michael Bacher Podcast, für deine Zeit. Und by the way, kurz bevor Helmut jetzt spricht, ich mache keine Schleichwerbung an Hermann Scherer, aber ich erwähne Hermann Scherer, weil ich auch so ticke wie Hermann Scherer. Deshalb gibt es ab und zu mal diese Erwähnung mit Hermann Scherer. Und da ich mit Hermann und Helmut eine gute Verbindung habe, deshalb gibt es diese kurze kleine Schleichwerbung an Hermann Scherer. Shoutout an Hermann, wenn du das hörst. Aber jetzt kommen wir zu dir und zu deiner Geschichte, zu deinen Sachen, was du alles gemacht hast und wie du das machst, ne? Und da gehe ich auch gerne auf die 12 Fragen ein. Und zwar die allererste Frage ist, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Und respektive, du könntest auch dich gleich die zweite Frage mit beantworten. Wie hat bei dir alles damit angefangen? Ja, hallo. Zunächst einmal vielen Dank, lieber Michael, für deine Einladung. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage länger und haben ja auch schon mal ein bisschen Kontakt gehabt. Und ja, deshalb habe ich die Einladung zu deinem Podcast sehr gerne angenommen, auch aufgrund meiner guten Erfahrung vom Odenwald Barcamp. Ich habe angefangen, ja, du, mit dem ersten Atemzug. Und wahrscheinlich wir alle. Wir sind alle Natur und genau auf natürlichen Wege auf die Welt gekommen. Und wie weit wir uns dann nachher davon entfernt haben, hängt eigentlich mit unserer Kultur zusammen. Wir kennen die Gegensätze Natur und Kultur. Und da ich stets nah an der Natur war, habe ich mich vielleicht ein wenig weniger entfernt als andere, weil das ist so eine interessante Geschichte, die ich mir neulich nochmal durch den Kopf ging. Wenn du dir einen Gliedermaßstab nimmst oder auf Altdeutsch Zollstock und öffnest den, da sind da 200 Zentimeter drauf. Und wenn du das dann gleichsetzt mit 1 Zentimeter gleich 1000 Jahre Homo sapiens, dann hat die Industrialisierung vor rund 200 Jahren begonnen. Das sind also die letzten 2 Millimeter auf diesem Gliedermaßstab. Und selbst 1950 lebte noch die Hälfte der deutschen Bevölkerung von der Landwirtschaft. Also da war auch immer noch der starke Naturbezug da. Also wir reden ja jetzt in einem Bereich von Teil von Millimeter an einem Gliedermaßstab von 2 Metern, ja, der
indem wir viele Menschen oder der Großteil der Menschen sich erst von der Natur als Ernährer, als wichtigen Faktor entfernt. Und von daher sehe ich mich da eigentlich in der alten Menschheitstradition und möchte eigentlich den Rest der interessierten Menschen auch daran wieder erinnern und das nahe bringen. Ja, cool. Das war die erste Frage mit der zweiten Frage schon ergänzt oder gab es da noch weitere Sachen, was du gerne machen hast oder wie ist das jetzt aus dem Thema jetzt rausgegangen, wie du gemerkt hast, du willst noch mehr den Bürger, Bürgerinnen das Thema Natur, Landwirtschaft erläutern und erklären? Ja, es sind so ein paar Fehlentwicklungen. Das eine ist die Fehlentwicklung, die mir aufgefallen ist in der Landwirtschaft, dass es immer mehr technisiert wird, dass es immer mehr wegkommt von landwirtschaftlicher Urproduktion, die sich einfach den Widrigkeiten der Natur stellen muss, hin zu einer planbaren, scheinbar planbaren, technisierten Landwirtschaft, was so aber selbst in einem Gewächshaus nur mäßig funktioniert, kann draußen auf dem Acker beziehungsweise auf dem Grünland oder im Stall schon gar nicht funktionieren. Und diese Rechenschieber-Mentalität, die auch bei der Lebensmittelindustrie herrscht und gegenüber den Bauern ausgelebt wird, die hat mich gestört auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat mich dann aber auch diese absolute Gegenreaktion, die ich an sich sehr gut verstehen kann, dieser übersteigerte Naturschutz, Ideologie, stört mich genauso, weil im Prinzip nützt es uns überhaupt nichts, wenn wir hier das Naturschutzgebiet Mitteleuropa ausrufen und dafür wird anderswo der Regenwald abgeholzt, weil wir haben das Geld, wir werden Lebensmittel kaufen und wenn wir sie anderen Menschen vom Teller wegkaufen werden. Und deshalb plädiere ich für eine Balance, dass wir irgendwo einen Mittelweg finden. Und diese Mittelwege lassen sich ja finden. Ja, wenn ich jetzt gegenwärtig sehe, in Deutschland werden 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeschmissen. Ja. Das ist doch eine Masse, über die man reden kann. Davon 34% schon 34% der Lebensmittel, die weggeschmissen werden, sieht der Verbraucher gar nicht. Richtig. Die werden im vorgelagerten Bereich schon weggeschmissen. Ja. Die Banane, die Gurke, die nicht zu krumm ist oder nicht krumm genug, oder die Kartoffel, die ein bisschen verformt ist, ja, die nicht sauber aussieht. Und alles diese Dinge, ja, das sind, die müssten nicht sein, ja. Und genau das ist so ein Punkt, worauf ich hinweisen möchte. Aber auch der Bürger an sich schmeißt 75 Kilo pro Jahr weg und dann kommen nochmal 20 Kilo drauf, die in der Gastronomie, in Kantinen, Restaurants weggeschmissen werden, pro Bundesbürger und ja, das sind was, das sind, das sind zwei Zentner für die, also eine Dezitonne, wie es heute heißt, ja, also fast 100 Kilo. Und wenn ich mir das vorstelle, was das für ein Paket ist, ja, würden wir die Lebensmittel, die weggeschmissen werden, alle auf LKWs laden, dann würden das 480.000 LKW-Ladungen a 25 Tonnen aneinandergereiht, während diese LKWs eine Schlange von 9.600 Kilometer, also von Rio de Janeiro bis nach Köln durchgeht, LKWs mit Ladung von Lebensmitteln, die wir wegschmeißen, nur in Deutschland. Ja, dafür könnte man jetzt eigentlich by the way das umweltschonend machen und diese Lebensmittel in die Ukraine tun, ne? Egal, wo sie gebraucht werden. Ja. Da, wo sie gebraucht werden, ne? Da hast du auch schon gleich, by the way, die habe ich eigentlich gar nicht noch gestellt, die dritte Frage. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Und die vierte Frage, welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten,
mit dem Thema Natur respektive dem Thema Lebensmittel. Ne? Du hast da schon ein paar Tipping Points jetzt schon aus der Vergangenheit jetzt gesagt und erzählt, aber noch einmal auf die dritte und die vierte Frage drauf bezogen, wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt und welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten, damit das für den Otto Normalbürger respektive aber auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen ein absolutes Muss ist, darauf zu achten, dass man nachhaltig denkt, dass man naturschonend denkt. Wir reden zwar alle von dem Klimaschutz, ne, aber machen selbst uns zu unseren Feinden mit diesem Klimaschutz. Genau, dafür kannst du jetzt gerne noch einmal diese drei und vier noch einmal ergänzen. Genau, also was hat mich geprägt? Es sind verschiedene Dinge. Natürlich der Kontakt zur Natur, da habe ich eingangs ja schon gesagt. Dazu habe ich zu meiner Zeit als Milchbauer, bis vor 10 Jahren hatte ich Milchkühe, auch eine Zeit lang als Lobbyist gearbeitet. Und da habe ich viel Kontakt mit der Politik gehabt, mit Interessenvertretern, Politikern. Und da habe ich gemerkt, das sind Menschen wie wir, die funktionieren ganz genauso. Die denken halt nur in anderen Kategorien, alles ein bisschen eine Nummer größer, klar. Mhm. Aber im Prinzip brauchen wir uns nur umzusehen in unserer Nachbarschaft. Solche Charaktere finden wir auch alle in der Politik. Prinzip heißt das, wenn wir Menschen überzeugen wollen, Politik überzeugen wollen, müssen wir Menschen überzeugen. Mhm. Also es nützt mich überhaupt nichts, wenn ich ohne Einfluss auf einen Politiker einrede, den beschimpfe. Nein, ich muss anfangen, eine Bewegung zu gründen. Ich muss anfangen, zu überzeugen, von unten nach oben. Ich brauche also eine, wie soll ich sagen, eine Lobby im Rücken. Ja, eine Lobby von Menschen, die Relevanz erzeugt. Richtig. Das war also eine, für mich ein wichtiges Learning. Dazu kommt, dass ich weiß, die Landwirte, viele kennen ja Landwirte, da herrscht eine gewisse Schwere in der Landwirtschaft, möchte ich es mal sagen. Man sagt auch, die meckern ja nur oder jammern ja nur. Das sind ja Dinge, die einen nicht voranbringen. Ja? Und auch in unserer Bewegung waren wenig Jammerlappen. Aber diese Negativität musste ich für mich auch lernen, rauszunehmen und einfach positiver die Zukunft zu gestalten, anstatt auf der negativen Vergangenheit aufzubauen, sondern die positive Zukunft als leuchtendes Bild hinstellen. So, du kennst das als Vermarktungstrainer, muss ich dir nicht erklären, aber das war für mich ein Learning. Als Landwirt war das out of the box zunächst out, mal. Out, ja? Out of the box, genau. Geil, dass du das gerade drauf ansprichst. Ich gucke gerade auf die fünfte Frage und die fünfte Frage war eigentlich, und da hast du auch schon wieder die Tipping Points gezählt. Das kannst du auch. Was war dein größter Fehler? Und dein größter Fehler hast du gerade auch damit mit der Frage 3 und mit der Frage 4 schon ergänzt. Das ist so spannend, gerade dir zuzuhören und einfach das auch nochmal aus deiner Art und Weise, wie du da vorgegangen bist und was du da gelernt hast, ne, und die Learnings draus gezogen hast. Ne, das ist extrem jetzt gerade spannend gerade gewesen, wo ich gerade sage, aha, warte mal, ich habe noch gerade die fünfte Frage gestellt und sagt der jetzt gerade schon, das ist mein Fehler und so weiter, das waren meine Learnings, daraus bin ich gezogen. Ne? Mega, ne? Ich bin ja noch nicht fertig mit meinen Learnings. Ich möchte ja auch noch gar nicht fertig sein mit meinen Learnings. Nee. Doch traurig, oder? Erzähl ruhig weiter, weil das ist alles so Vergangenheit, ne?
soll natürlich in Ruhe gelassen werden. Ne? Man soll im Hier und Jetzt leben und im Hier und Jetzt arbeiten und an die Zukunft denken. Ne? Was will man halt in der Zukunft hinterlassen, ne? Wenn man halt liegend irgendwie dann raustransportiert wird? Ne? Also ein Punkt, der mir generell aufgefallen ist, ist der, dass die Menschen, die ich im Leben selbst als groß erlebt habe, ja, dass die alle Brüche in ihrer Biografie hatten. Die alle ja, schwere Krisen zu durchleben hatten, an denen sie gewachsen sind. Mhm. Und dieses Wachstum, das erinnert mich auch immer wieder so an die Natur. Du kannst dich vielleicht noch ans Odenwald-Barcamp erinnern, an den krummen Baum, den ich gezeigt habe. Wie krumm der gewachsen ist, nur um zum Licht zu kommen. Wie oft müssen wir uns krummlegen, um Entwicklungsschritte zu machen? Das ist eigentlich genau das, was in der Natur überall vorkommt. Entweder wir schaffen das oder wir bleiben klein und unten, ja, und werden das Licht der Sonne, also unserer Energiequelle, so nie erreichen können. Ne? Damit bin ich ja schon fast beim Naturerklärer, ja, bei dem, was ich den Menschen geben kann. Ja. Aber mein Leitspruch lautet von daher, das ist eigentlich ein Naturgesetz. Alles, was grün ist, wächst noch. Und alles, was reif ist, beginnt zu faulen. Und da ich noch nicht faulen möchte, sorge ich dafür, dass ich möglichst lange grün bleibe. So ist es, so ist es. Genau. Immer, was hat die Stefanie, sorry bei der lieben YouTube-Zuschauer oder Zuhörerin wieder für die Schleichwerbung. Ich lese ja gerade das Buch von der Stefanie Stahl oder sowas, das innere Kind muss heimfinden. Ne? Es sind auch so Tipping Points, wo ich sagen kann, hey, man darf auch wieder mal Kind sein. Genau, man darf auch wieder mal Kind sein. Man darf sich auch gerne wieder mal auf die Schaukel setzen und als Kind wieder schaukeln, ne? Und einfach mal toben. Ne? Egal, was die anderen über dich denken, es ist doch deren ihre Sache. Ne? Mhm. Hauptsache, du hast doch deinen Spaß daran an dem Ganzen und hast deine intrinsische und extrinsische Motivation, wo du ja dran arbeitest, dass du in der Gegenwart arbeitest, aber für deine Zukunft Spuren hinterlässt. Ne? Ich sage ja, und ich bin eigentlich kein Freund, du solltest dem und dem hinterherlaufen. Ne? Ich bin ein Freund der eigenen Spuren. Ne? Am besten ist das beste Beispiel, wir haben dieses Jahr kein Schnee. Ne? Normalerweise gehe ich am liebsten gerne im Schnee spazieren, wo keine Spuren gegangen sind. Ne? Mache da meine eigenen Spuren, entwickle da meine eigenen Beiträge. Ne? Habe da auch schon etliche Beiträge hinterlassen oder gesagt, dass hier ist ein Weg, ich weiß aber nicht, wo es weitergeht, also gehe ich jetzt meinen eigenen Weg. Ne? Ich gehe jetzt nicht die Fußstapfen von Hermann Scherer oder von Tobias Beck oder von den Großen. Ne? Ich gehe meinen eigenen Weg, weil ich eine andere Person bin. Ne? Die haben auch ihren eigenen Weg gegangen, ne? Und sind dadurch erfolgreich geworden. Ne? Aber man sollte immer das spielerisch drauf achten und spielerisch auch das innere Kind als Erwachsene rausholen. Genau, das hast du auch nochmal richtig toll beschrieben, was du da gesagt hast mit diesem Baum, ne? Was extrem mega cool war mit diesem Bild, ne? Was du auch gezeigt hast. Ne? Ja, vor allen Dingen so ein Baum, warum kann der krumm stehen? Weil der fest verankert ist. Mhm. Und das ist doch unsere Vergangenheit. Mhm. Es heißt auch bei vielen Coaches und generell auch in Psychotherapien, ja, nutze das, bau auf der Vergangenheit auf. Und das heißt ja auch bei Positiv-Coachings heißt es ja,
Du musst das denken, was du sein willst, und dann kommst du auch dahin. Das heißt, im Umkehrschluss, du musst zuerst auf die Natur bezogen, zuerst die Wurzeln bilden und dann wächst er nach oben. Genau. Weil ein Baum, der durch das Blätterdach stößt, ja, und der ist erstmal ganz dünn und er macht sich dann erst breit, weil anders funktioniert es nicht. Der braucht, muss erst an die Energie drankommen, die ihn ausdehnen lässt. Und dieses Bild finde ich großartig. Und viele haben Angst, so groß zu werden. Ihnen wird vielleicht schwindlig oder wie auch immer. Ja. Limitieren sich dadurch selbst. Das ist eben diese intrinsische Limitierung, die wir da so in uns tragen. Richtig, genau. Das beste Beispiel, ich sage ja immer das beste Beispiel mit dem Burj Khalifa. Ne? Ich bin ein Freund von Dubai geworden. Ne? Ich war jetzt noch nie in Dubai, aber ich bin Freund von Dubai, von Burj Khalifa. Der ist binnen so schnell gewachsen, ne? Aber nur durch ein stabiles Fundament. Ne? Und der steht standhaft. Ne? Und das sollte ein Unternehmen auch sein, in jeder Krise, in jeder Lebenslage. Ne? Gerade jetzt oder auch Corona, ne? Haben einige Firmen sich gebeutelt. Ne? Und jetzt auch noch. Ne? Die kriegen jetzt noch Unterstützung vom Staat, ne? Aber die müssen das ja auch irgendwie wieder zurückzahlen an den Staat. Ne? Deshalb sollte man im Fundament als Unternehmer, Unternehmerin gucken, wie ich mein Unternehmen standfest halte. Ne? Mit dem Baum oder mit dem Burj Khalifa zu vergleichen, ist schon mal eine Sichtweite. Also dieses Design Thinking zu machen, dieses Design Thinking Modell auch zu erkennen, ne? Und zu sagen, ich muss gucken, wie ich mein Unternehmen standfest halte, wie ich wegkomme von diesen Förderungen, dass ich keine Förderung brauche, dass ich digitalisierter bin, dass ich groß denke und in die Sichtbarkeit komme. Ne? Kennst du denn den Unterschied zwischen einem Burj Khalifa und einem Baum? Ja, kenne ich. Die sind ja beides groß in dem Fundament gegossen. Ne? Der Baum ja, hat nee, der Unterschied besteht darin, dass Burj Khalifa fertig ist und der Baum wächst immer weiter. Richtig. Wir dürfen weiter wachsen. Richtig. Und das ist das Schöne, dass wir nicht fertig sind, dass wir grün bleiben dürfen. Ne? Und das ist so, ich finde dieses Fundamentbeispiel auch sehr gut. Habe ich sehr lange verwendet. Aber irgendwann hat mich gestört, dass das Fundament fertig ist, ja, das ist unter der Erde, das Bauwerk steht drauf und dann kannst du nicht mehr das Fundament noch wachsen lassen und wir können und dürfen unser Fundament immer weiter wachsen lassen, deswegen habe ich neben mir hier auch einen ganzen Stapel Bücher liegen, weil ich da gerne weiter wachsen möchte und nicht nur an Büchern, aber es ist eine Möglichkeit. Ne? Ja, nee, da hast du auch wieder total recht damit, dass der Burj Khalifa fertig ist. Der kann nicht mehr wachsen. Ne? Der ist ja fertig. Ne? Ein Baum wächst ja pro Sekunde immer ein bisschen weiter nach oben. Ne? Das dauert halt, bis der mal Dings ist. Ein Mammutbaum, ne, wenn ich jetzt in Amerika bin, wäre, wo ich sagen kann, hier ist ein Mammutbaum, der wächst pro Sekunde, ne, immer weiter und breitet sich aus. Ne? Das sieht man ja an den Jahresringen. Ne? Wenn man so im Wald spazieren geht, ne, sieht man ja seine Lebensringe. Ne? Das sieht man auch bei uns, diese ganzen Bäume. Ne? Aber beim Mammutbaum kann man halt noch mal sehen, wie alt das der ist, ne? Und wie groß das der gewachsen ist in der Breite und auch in der Länge. Ne? Das können die Förster oder die Spezialisten da sagen und hausdeuten. Ne? Genau. Die sechste Frage, welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Und die siebte, wie sieht so dein typischer Tag aus? Also sechste Frage, welche Tools ich nutze
meinem PC, im Social Media mache ich relativ wenig auf Instagram. Ich mache meine Pferdeweiden-Angelegenheiten über Facebook und meine Naturerklärer-Angelegenheiten über LinkedIn. Ich führe sehr gerne Beratungsgespräche über Zoom aus, also wo wir uns ja jetzt auch treffen. Und gerne auch offline, gleich auf der Pferdeweide zum Beispiel, aber das oder im Unternehmen halt. Ne? Das ist nur sehr eingeschränkt jetzt durch Corona, und da habe ich auch absolutes Verständnis für. Ja, nur ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so der direkte Kontakt ist mir eigentlich noch der liebste. Vielleicht bin ich aus der alten Zeit, wie auch immer. Aber da spürt man und fühlt man viel besser. Ja, klar. Also es ist das, woran ich gewachsen bin und wie ich aufgewachsen bin. Und ja, aber dann habe ich mein Newsletter-Programm, das ich noch nutze, Mailchimp. Und weitere Medien, ja, Canva, einfach so das ganze Umfeld noch. Ich habe meine Videos auf Vimeo bzw. YouTube abgespeichert, auch meine Seminarvideos verkaufe ich über Elopage. Cool. Ja, das sind so die Mittel. Und die nächste Frage, die von dir war jetzt, entschuldige, habe ich jetzt... Wie sieht bei dir so ein typischer Alltag, Tag aus? Ne? Der typische Alltag beim Helmut Moos? Ja, wenn ich morgens aufstehe, um 7 Uhr rum, dann habe ich zunächst mal nach der Körperpflege, beziehungsweise im Bett schon, habe ich mir so einen Plan erdacht. Ja. Es geht mir immer darum, jeden Tag mindestens einen Schritt weiterzukommen. Ja? Das ist mein Ziel. Ich stelle mir dann immer vor, ich stehe in der Schlucht. Das Entscheidende ist ja, wenn du irgendwo an der Klippe stehst, dass du einen Schritt in die richtige Richtung machst. Es ist nicht, ich mache mir keinen Stress, wie weit dieser Schritt ist, ja, und wie schnell, sondern es geht mir einfach nur darum, in die richtige Richtung zu gehen. Und die Klippe, die kommt, diese Schlucht, die kommt dir jedes Jahr, jeden Tag hinterher. Mhm. Also so denke ich mir das, ja. So, also wie komme ich jetzt einen Schritt zumindest in die richtige Richtung? Gerne 2, 3 oder 4. Aber wichtig ist, dass ich abends, auch wenn es gibt Tage, da hat auch ein Helmut Moos mal einen Durchhänger, ja. Aber dann möchte ich doch abends zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gegangen sein. Mhm. Und das mache ich mir morgens immer wieder bewusst und da arbeite ich dran. Ja, cool. Mega cool. Ja, das ist... Und dann gehen meistens um 9 Uhr die Termine los, ja. Unterschiedliche Art. Ich bin ja auch noch Landwirt, ich bin auch schon mal draußen herum. Ich muss dann einfach mit Terminkalender arbeiten und gucken, was wann wie eingeplant ist. Und ja. 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 Und halt abends noch einfach die Dinge zusammen für dich dankbar zu sein. Das ist abends so zum Schluss, um den Tag abzurunden. Cool. Cool. Welche Tipps würdest du den anderen Menschen respektive Anfänger, Anfängerinnen respektive Unternehmer, Unternehmerinnen, Angestellte denn zu dem Thema Natur respektive Wachstum mitgeben? Ja, wir haben ja vieles schon besprochen. Das Wichtigste ist, dass
sind die Wurzeln. Also Wissen aneignen, mitnehmen. Hast du Wissen? Ist das okay? Dann such dir die Zielgruppe aus, die dich anspricht, die richtige Zielgruppenorientierung. Und dann denk deine Lösungen vom Ziel her. Spitz in den Markt, genau wie der Baum durchs Blätterdach stoßen muss, seinen Weg zum Licht gehen muss, mit einem Produkt spitz in den Markt rein und das dann bewerben und dir da den Expertenstatus aufbauen und sich nicht auf sämtlichen Social-Media-Kanälen verzetteln, sondern mit deinem Produkt, mit dem den Kanal suchen, mit dem du dein Produkt am sichersten bei deiner Zielgruppe positionieren kannst. Genau. Also im Prinzip genauso wie in der Natur. Such den Weg zum Licht. Und genau, mega, dass du das auch so siehst. Ich sehe das auch so. Bin aber mittlerweile auch so gut jetzt mittlerweile aufgestellt, dass ich andere Vertriebskanäle habe auf Social Media, wo ich die abholen kann, wo ich abholen tue. Ne? Egal auf welcher Plattform das ist. Ne? Weil ich mich mit dem Thema Social Media Marketing auseinandersetze. Ne? Gucke bei anderen in die Kommentare rein. Gerade bei TikTok gucke ich bei anderen Videos rein, lese mir die Kommentare und denk mir, wie kannst du für die Zielgruppe, deren ihr Zielgruppe, relevanten Content erstellen. Ne? Wo der Content-Ersteller auf TikTok gar nicht auf das eingeht, sondern einfach gucken kann, dass du denjenigen dann abfängst. Ne? Respektive, das geht aber auch bei Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Podcast so, dass ich relevante Themen habe, dass ich einen Regieplan habe, einen Contentplan habe, zu den relevanten Sachen recherchiere, aufwendig recherchiere. Bei mir ist das wie eigentlich ARD, ZDF, nur ich mache es nicht so wie ARD und ZDF, dass ich da wirklich mit irgendwie Sachen rausgehe, wo nicht relevant sind, sondern ich gehe raus und erkläre auch, warum wir gerade eine 5,1% Inflation haben und erkläre auch, dass diese 5,1% Inflation weiter steigt durch die und die Maßnahmen, ne? Wenn jetzt die Regierung nicht jetzt handeln tut, ne? Und so weiter und so fort. Ja, du bist aber ja kein Anfänger. Genau. Deine Frage ging ja jetzt auf die Anfänger. Genau. Das war extrem spannend, weil gerade auch das mit diesen Anfängern, ne, Gründerinnen oder Startups, die anfangen wollen und sich überlegen, wie gründe ich überhaupt ein Business? Na? Genau, der Punkt ist ja der. Es gibt Dinge, die haben wir im Bewusstsein und Dinge, die im Unterbewusstsein haben. Und je mehr Dinge wir ins Unterbewusstsein verlagern können, zum Beispiel fängst du mit Facebook an und bekommst du da deine Erfolge, dann merkst du, dass dir die Dinge leichter von der Hand gehen. Die sind ins also gehst du zum nächsten Medium über, um bei dem Beispiel Social Media zu bleiben. Genauso bei den Produkten. Hast du ein Produkt, was schon mal gebucht wurde, du hast Feedback bekommen, hast du zumindest schon mal Feedback. Auf dem kannst du Produkt 2, 3, 4 und 5 aufbauen. Richtig. Immer wieder das Feedback verarbeiten. Das ist ich nenne es mal diese Zellteilung. Ne? Richtig, genau. Das ist auch extrem spannend. Ne? Gerade hier bei Gründung, ne, gibt es so viele Mythen, ne, wie fange ich richtig an, ne?
wo gehe ich richtig rein? Das fängt ja mit einem Businessplan an. Das fängt mit einer Gewerbeanmeldung an und der Rest, Finanzamt, IHK, Handwerkskammer kommt ja noch. Ne? Handelsregisterauftrag kommt ja nach dem Gewerbeanmeldung. Ne? Das kommt ja nicht erst, ich gehe zum Handelsregister, beantrage ein Handelsregister und dann Gewerbeamt. Das ist meiner Achtung falsches Denken. Ne? Ne, man geht erst ja mit einem Plan, mit einem Ziel hin, wo kann ich anderen Menschen denn unterstützen? Ne? Also wirklich mit einem Businessplan. Ne? Und danach gründe ich halt erstmal nebenbei das Gewerbe auf dem ganz normalen Schriftverkehr mit Bürgeramt, also Gewerbeamt. Und danach kommt ja der Rest sowieso, ne? Finanzamt, IHK, ne? Und wenn du sagen kannst, du willst dann dein Kleingewerbe zur UG GmbH machen, dann kannst du erst sagen, hier kannst du den Weg zum Notar machen, weil ein Notar kostet Geld, die ganzen Sachen kosten Geld, ne? Du brauchst dir dein Businessplan, musst du im Konzept haben, dass du Rücklagen hast von, sagen wir mal, 40.000 Euro, ne, dass du dieses GmbH auch machen kannst, weil bei einer GmbH oder UG sind ja Steuerkosten, ne, mit implementiert, ne, wo du jeden Monat bezahlen musst. Ein Steuerberater kostet Geld, ne, und darauf gibt es so viele Mythen, ne, die anderen falsch erklären, ne? Gerade wenn ich jetzt auf TikTok sehe, da macht sich einer als Mediendesigner selbstständig und geht den Weg, er geht erstmal zum Handelsregisterbeauftragten, Handelsregister, dann zum Gewerbeamt. Ja, kein Wunder, dass das nicht klappen kann, ne? Erklärt halt das Business falsch. Jetzt, wenn ich jetzt zum Felix Tönsen gehe, zu meinem Kollegen, der erklärt es richtig, ne? So wie ich es richtig erkläre, ne? Wir ergänzen uns, ne? Und du ergänzt ja auch das ein oder andere, was wir widerspiegeln, ne? Weil wir aus Erfahrung gelernt haben, weil wir aus Learnings gelernt haben. Weil man anderen Menschen dann auch unterstützen kann. Nicht helfen, sondern unterstützen kann. Genau. Die neunte Frage ist, welche Projekte hast du in Zukunft geplant? Respektive, ich würde aber die zehnte Frage vorziehen. Und zwar, vor dem welchen Projekt hast du in der Zukunft geplant, nehme ich die zehnte Frage zur neunten Frage. Mit welcher Person würdest du oder hättest du gern mal zusammengearbeitet? Das ist eine hochinteressante Frage. Ich arbeite gerne mit Personen zusammen und wechsle die auch gerne. Heute Nachmittag habe ich noch einen Zoom-Call mit einer Person, mit der ich das einfach mal evaluieren möchte. Also ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Personen zusammen, wobei ich das eher projektbezogen sehe. Das ist genau bei mir, was meine Pferdeweideberatung angeht, ist das genauso wie bei mir als Naturerklärer. Heute Nachmittag geht es um Projekt als Naturerklärer zum Thema Weltwassertag. Und da wollte ich mich kurz schließen, ein gemeinsames Projekt machen und dafür ein nächstes Projekt. Im Sommer bin ich jetzt, arbeite ich mit einer Pferdestallbesitzerin zusammen, die einen Pferdegesundheitstag macht. Ja, und also ich sehe das jetzt nicht allein personengebunden, sondern kompetenzgebunden. Ja, also mir geht es um die Sache. Ich mag Menschen und ich möchte sie nicht den einen nicht ausschließen, den anderen nicht auf den Sockel stellen, sondern sachbezogen arbeiten, ja.
Und gerne immer wieder, wenn auch Angebote an mich kommen für eine Zusammenarbeit, die prüfe ich alles, kein Problem. Werde vielleicht am Samstag noch habe ich noch einen Zoom-Call mit einer Bienenweidengestalterin aus der Eifel, ja. Kein Problem. Wir arbeiten gerne also mit anderen Leuten zusammen, ja. Das ist, wenn da gegenseitig die Chemie stimmt, das wird vorher abgeklärt, das ist mir sehr wichtig, auch in der Zusammenarbeit, auch wenn es um Beratung geht, gerade im Zug mit der Industrie, ja, dann gibt es immer vorher eine Stunde Gratisgespräch und dann wird zunächst evaluiert, funktioniert so eine Zusammenarbeit, ist die Denkrichtung die gleiche oder geht es hier so weit auseinander, dass es nur Stress machen würde und das wäre gar nichts. Also der finanzielle Aspekt ist für ein Unternehmen vielleicht wichtig. Für mich als Unternehmer geht es ja auch darum, zufriedene Kunden zu erzeugen und auch selber irgendwo eine Lebensqualität sich zu erhalten. Wenn ich mit Missmut und Widerwillen irgendwo reingehe, dann kann ich kein Produkt erzeugen, dann kann ich keine Ergebnisse erzielen. Ja. Da hast du eigentlich schon die 9. Frage eigentlich gleich reingepackt, ne? Was ich zuvor gesagt habe, welche Projekte hast du in der Zukunft geplant? Du hast ja schon da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch viel mehr. Ich bin jetzt auch dabei, eine Gruppe aufzubauen für die Pferdeweideberatung. In der Naturerklärergeschichte sind noch ein paar Dinge in der Pipeline. Es ist vielleicht zu früh, jetzt drüber zu sprechen, aber ja, nö, das irgendwo geht es so ein bisschen um Mentorenprogramm. Musst du auch nicht. Es ist jetzt noch nicht spruchreif und das wäre vielleicht aus der Hüfte geschossen. Das mag ja, ich klar. Das muss jetzt auch nicht aus der Hüfte jetzt sein oder aus Dings sein. Wenn es nicht spruchreif ist, dann sollte man halt auch noch nicht darüber sagen. Man soll erst darüber sagen, wenn es wirklich da ist. Ne? So gehe ich ja auch raus. Ne? Ich mache ein Projekt erstmal für mich oder für eine kleinere Gruppe. Ne? Und dann, wenn es größer wird, kann ich dann sagen, hey, jetzt ist es da, jetzt ist das Produkt da und das ist, ich gehe da jetzt mit raus aktiv, ne? Und gehe da auch in die aktive Vermarktung rein, ne? Um noch mehr Menschen anzusprechen, weil ich mache halt wirklich die Ralf-Dümmel-Strategie dann, ne? Ich gucke erstmal in einem kleinen Bereich, teste erstmal das mit einem kleinen Gruppen, ne, und guck dann, wie ich die größere Masse, ne, reinhole. Ne. Umso mehr ich in mehreren Bereichen, in mehreren Teichen meine Angelruten rausschmeiße, umso mehr habe ich Fische an der Angel. Ne. Ich fische nicht in einem See, sondern ich fische dann halt in mehreren Seen. Ne. Aber erstmal fische ich in einem See und dann gucke ich, dass ich so schnell wie möglich in mehreren Teichen meine Angeln reinschmeißen kann, dass ich mehr Fische rausbekomme. Genau. Das ist extrem gerade spannend, was du gerade gesagt hast. Aber hättest du oder würdest du mit einer politischen oder mit einer prominenten Person mal gerne zusammengearbeitet oder würdest du mit einer prominenten Person zusammenarbeiten, was zu deinem Thema passen würde? Ja, die Frage ist, wie sich eine Zusammenarbeit gestaltet. Ja, wir wissen, dass Politiker natürlich in der Öffentlichkeit stehen. Also du hast ja jetzt generell eine prominente Person genannt, ja, also nicht nur Politiker, ne? Genau, also, das ist ja, auf jeden Fall. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, wenn es der Sache dient. Mhm. Es geht mir nicht um die Prominenz. Ja? Solange es um die Sache geht, da die Interessen aufeinander abgestimmt sind. Ich habe es ja auch in der Vergangenheit schon gemacht.
Cool. Also so ist es ja nicht. Es ist manchmal ein bisschen schwer gefallen, aber ja, da zu seinen Dingen zu kommen. Aber es ist okay. Ich hatte ein Treffen mit der damaligen Bundeslandwirtschaftsministerin, Frau Klöckner, ja. Und natürlich hat die das medial für sich aufgebaut, aber ich habe es auch für meine Belange dann umgesetzt, ja. Mit solchen Leuten muss man auch diskutieren und sie hat auch sich das ein oder andere anhören müssen, was sie dann natürlich nachher nicht veröffentlicht hat, aber das ist ja vollkommen okay. Ja, das ist ja richtig. Das ist aber und da liegt dann halt ihrer Dings, ihrer Meinung, ob sie es jetzt veröffentlicht tut oder nicht, genau. Zur 11. Frage. Was ist denn deine Vision, nee, respektive Mission, Vision, was und wofür? Und komme ich nochmal drauf zurück auf die 7. Frage. Das hast du ja schon gesagt, was dein typischer Tag ist und was. Aber wofür stehst du jeden Tag auf? Ne? Wie ist deine Vision, Mission denn? Ne? Meine Vision ist, die Menschen zu begeistern für eine neue Balance mit der Natur, in der Natur, dass wir uns wieder als Bestandteil der Natur wahrnehmen. Lange Zeit hatten wir ja so das Gefühl, wir schweben über der Natur und hier beschützen wir die Natur ein bisschen und da pimpeln wir die aussterbenden Tiere ein bisschen. Nein, wir selbst sind Natur und dass wir uns auch genau so wahrnehmen. Wir merken das jetzt an dem kleinen Virus, ja. Also wollen wir heute nicht über Corona reden, ja. Aber jeder hat ja gemerkt, wie anfällig wir sind, ja. In alle unsere. Und das ist nur deshalb so. Da ist ein Virus, der mutiert ist, der uns nicht unbekannt ist, dem Menschen, ja. Auf unserer Haut, in unseren Verdauungsorganen leben Millionen und Milliarden von Mikroorganismen, die uns dabei helfen, dass wir gesund bleiben. Und jahrelang war das einfach Usus, dass wir das alles abwaschen, hygienisch und was weiß ich, die Forscher haben schon festgestellt, dass in unseren Verdauungssystemen die Zahl der Mikroben, die uns dabei helfen, so stark um den Faktor 100 zurückgegangen ist, ja, von den unterschiedlichen Arten, die uns dabei helfen, dass viele Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen vor allen Dingen auch schon daher rühren, dass wir da einfach wieder ein anderes Bewusstsein bekommen, dass wir Bestandteil der Natur sind, dass wir uns nicht zurückziehen in Glaspaläste und mit Sacrotan-Sprühen überall. Es hilft uns nichts. Natürlich haben wir Ängste, aber Ängste sind doch das Zeichen, hier ist ein Punkt, an dem ich wachsen kann. Richtig, Und genau. dass wir das auch wieder so wahrnehmen, dass wir uns wieder als Natur wahrnehmen. Und wenn wir dann nach Afrika gucken, alle dachten jetzt, bei Corona wird halb Afrika aussterben. Nein. Die sind viel besser damit klargekommen. Warum? Weil sie viel mehr Gegenspieler in sich tragen, ja? Also die ein besseres Autoimmunsystem haben. Ja. Das große Ganze, ne? Ja, diese Einklang mit der Natur wiederherzustellen. Es kann doch nicht sein, dass wir bei uns alles Naturschutzgebiet machen und dafür wird irgendwo der Regenwald abgeholzt. Ja? Wir müssen doch dann mit der Natur leben, wie zum Beispiel ich unterstütze Projekte wie die kleine Wildnis. Oder Bienenwiesenprojekte. Ich mache selber ein Bienenwiesenpartnerschaftsprojekt. Ja. Dinge, die darauf hinarbeiten, dass wir wieder achtsamer umgehen. Und das können wir alles, ohne dass wir irgendwo einen Baum im Regenwald abholzen müssen, indem dass wir uns wieder unsere Lebensmittel wieder mehr wertschätzen und die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Vielleicht auch mal weniger Fertigprodukte kaufen. Weil es
Man kann auf seiner Balkonkiste kann man im Prinzip Schnittlauch pflanzen, ja? Den kann man abends in den Salat reinstreuen. Und es gibt so viele Radieschen und kleine, nein, ich möchte jetzt nicht, dass alle Balkonkästen voller Radieschen und Schnittlauch gepflanzt werden, aber es gibt so viele Beispiele, ja? Ja, klar, allein die Geranien, ja, die bei uns alljährlich auf die Balkonkästen kommen, da können die Bienen nichts mit anfangen. Die Forsythiensträucher, die im Frühjahr buntgelb blühen, sind meistens Hybridzüchtungen, mit denen die Bienen, unsere Insekten, nichts mehr anfangen können. Das ist nur was für unsere Augen. Ja. Und dass wir da einfach wieder bewusster leben, da können wir auch mal einen Becher Wasser vielleicht, so einen kleinen Untersetzer, ja, als Insektentränke oder als Vogeltränke oder solche Dinge. Es gibt ja so unendlich viele Menschen, die da schon was machen. Dass wir es einfach breiter raustragen und dass wir wieder mehr Verantwortung für das übernehmen und nicht nur sagen, die Politik müsste mal, wie gesagt, die Politik, das ist das Spiegelbild von uns. Richtig, ne? Die haben genauso ihre Brüche in ihrem Leben und dass wir unsere Brüche akzeptieren lernen und sagen, okay, ich esse jetzt mal gerne meine Tafel Schokolade, aber vielleicht mache ich dafür am nächsten Tag irgendwas, vielleicht mal wieder einen Salat oder so. Dass man das einfach wahrnimmt und annimmt, ja. Ja, cool. Das mega tolle Vision und Mission, was du da hast, ne? Das ist spannend, ne? Das ist im Großen und Ganzen ein großes Ding, ne? Ich denke mal, das ist auch so, auch so eins, was ich auch noch mache und gucke, ne? Das ist auch bei mir immer so. Ja, aber dazu habe ich ja auch schon zwei Podcast-Folgen ja hochgeladen, was Vision und Mission ist und was meine Vision und Mission ist. Genau. Die 12. Frage: Wo siehst du dich mit deiner Vision, Mission in 5 bis 10 Jahren? Ja, also ich sehe mich mit der Vision, also ich frage da lieber nochmal konkret nach, es geht jetzt um die Umsetzung der Vision und nicht mein Unternehmen, ja, sondern die Vision. Ja. Also ich sehe die Vision ganz einfach, dass sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass sie verankert ist, dass wir ein ganz anderes und ein neues Verständnis haben zu den Dingen, die uns umgeben und dass wir es auch anders umsetzen und wahrnehmen, für unser Leben brauchen, wie wir wohnen, wie wir leben, wie wir unsere Freizeit verbringen wollen. Das sehe ich in einem neuen Kontext, den wir gemeinsam entwickeln werden. Und da möchte ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, jetzt erstens, zweitens, drittens, sondern es bedarf eines gesellschaftlichen Kontextes. Und dann bin ich der Letzte, der als Besserwisser auftreten will und irgendwelche Fachdiskussionen bis ins letzte Detail. Nein, es geht darum, wie gesagt, wir stehen an der Klippe, dass wir auch als Gesellschaft in die richtige Richtung gehen. Jeden Tag ein Stück. So wie ich das auch für mich sehe, sehe ich auch die Gesellschaft, dass wir irgendwo, wir kennen das Klimakrise, Artensterben und so weiter, irgendwo an der Klippe stehen und entscheidend ist jetzt, dass die Schritte in die richtige Richtung gegangen werden. Ja, das war mega. Und ich hoffe, ich arbeite daran. Ich gebe alles, dass wir in 5 bis 10 Jahren einige Schritte weiter sind. Ja, das ist cool. Weiter weg von der Klippe, ja. Weiter weg von der Klippe, ja. Ja, mega. Fällt mir gar nichts mehr ein, ne? Fällt mir gar nichts mehr ein, was ich jetzt noch ergänzen kann, weil 12 Fragen, 12 richtig coole, ausführliche Antworten, was du erzählt hast, sind zu Ende. Der Kaffee ist schon lang leer, hat jetzt doch nicht lang gehalten. Meine Lieben,
Ihr wisst und kennt es ja öfters in meinem Podcast, sowieso als Solo-Folge, aber respektive auch als Interview-Folge, gibt es hin und wieder mal eine Umsetzung für euch. Egal, ob ihr angestellt seid, selbstständig seid oder Unternehmer oder Unternehmerinnen seid, ist die eine Sache. Macht euch von dieser Podcast-Folge Notizen und setzt die Dinge für euch um, was ihr gerne verändern wollt. Und wenn ihr beim Überlegen Zeit braucht, dann nehmt euch die Zeit. Und wenn ihr Unterstützung braucht beim Umsetzen, aber respektive aber auch beim bei Prozessoptimierungen, könnt ihr mir gerne, respektive auch im Helmut, Nachrichten schreiben. Wir unterstützen euch und gucken, wie wir eure Prozesse optimieren können, dass ihr eine stabile Wurzel in eurem Unternehmen, respektive in eurem Leben habt, dass ihr wachsen könnt, dass ihr weiter wachsen könnt, dass ihr blüht, dass ihr gedeiht in euch selbst und für euer Unternehmen da seid, respektive für euer Unternehmen da seid, wo ihr angestellt seid. Na, ich spreche hier für hier die Angestellten, wo das zuhören und zuschauen, respektive aber auch für euch Selbstständige, respektive für euch Unternehmer, Unternehmerinnen. Ich mag das Gendern generell ja nicht so, aber ich spreche männlich wie weiblich hier an. Deshalb nehmt euch da Papier und Stift an die Hand und geht für euch noch einmal zum Stamm und zu den Wurzeln raus. Und wo ihr gucken könnt, wie ihr ein stabiles Wurzelsystem in euch oder respektive in eurem Unternehmen sein könnt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, wie gesagt, schreibt uns gerne irgendwie über unsere Webseiten an oder über unsere Social Media Kanäle an. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Umsetzen und wir hören, respektive wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Dein Michael Weihrauch und Helmut Muss. Vielen Dank, lieber Michael. Gerne, es war mir eine Freude, lieber Helmut.